Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Kennen Sie das Gefühl, abgeschlagen, erschöpft, ermüdet zu sein und immer wieder nach einer Ursache zu suchen und doch mit dem Arzt gemeinsam keine zu finden? Ich habe heute Professor Dr. Alexander Rondek bei mir und wir sprechen mal über die kleinen Virenlasten, die doch großen Schaden oder Beeinflussung auf unser Immunsystem nehmen können, wie zum Beispiel auch Epstein-Barr-Virus und andere Viruslasten, wie wir die rausfinden, wie wir ganzheitlich therapeutisch in dem Bereich arbeiten können, das erfahren Sie heute von unserem Gast. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Alexander. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast zu kommen. Sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich Ärzte hier habe, die wirklich diesen großen Blick auf den Patienten haben, die wirklich sagen, okay, wenn er kommt und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe das Gefühl, mir hat jemand den Stecker gezogen und in meinem klassischen Blutbild ist aber nichts zu finden. Arbeitest du überhaupt noch mit diesem Blutbild? Ja, natürlich. Es ist immer eine Grundlage, damit man sieht, sind irgendwelche anderen Erkrankungen im Hintergrund. Und für mich ist es natürlich sehr angenehm, schon Vorbefunde zu bekommen, wo ich sehe, okay, das können wir alles abhaken, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. Und jetzt kümmern wir uns um den Bereich, der vielleicht jetzt noch nicht angeschaut worden ist. Und da gehören, so wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, da gehören einfach die Viren dazu. Die häufigsten Viren, die wir, mit denen wir konfrontiert sind und auch infiziert, ist die große Gruppe der Herpesviren. Kurz zur Erklärung, es gibt weltweit 200 unterschiedliche Herpesviren, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, das ist ja, klingt ja ganz wild. Gute Nachricht, nur 9 sind für, ist der Mensch empfänglich dafür, von diesen 200. Aber die 9 reichen aus. Warum? Weil die eine schnelle Durchseuchungsrate haben. Ich will die mal so ein bisschen darstellen, diese Herpesfamilie, die jetzt uns Menschen betreffen. Wir haben einmal die erste Herpesgruppe, da gehört der Herpes simplex. Simplex ist immer der einfache Herpes. Der gehört dazu. Und da zählt man drunter auf der einen Seite den Lippenherpes, gibt es auch im Gaumenbereich, und auch der Genitalherpes. Das ist der erste. Der zweite, das kennt man noch früher, so meine Generation, die Windpocken, Varicella zoster heißt der zweite, der macht Windpocken, gerade im Kindesalter, im Erwachsenenalter ist das eher mit einer schweren Folgeerkrankung verbunden, da macht das mehr Probleme, macht das nicht so viel Spaß. Als Kind juckt es und man hat so wie so eine Sternkarte, schaut das aus, das heißt, man hat so Pusteln, die sind schon halb abgeheilt, die kommen gerade oder verkrusten gerade. Aus diesem Varicella zoster, aus dieser ersten Infektion, kann sich später dann die Gürtelrose entwickeln. Also Herpes zoster heißt er. Das dritte ist Epstein-Barr-Virus, pfeifisches Drüsenfieber, kennt man. Pfeifisches Drüsenfieber ist eigentlich die Erstinfektion. Wie geht die einher? Häufig mit Halsschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Lymphknotenschwellung. Und jetzt vielleicht mal so zu verstehen, ist so, die Erstinfektion beginnt schon in der Kindertagesstätte oder im Kindergarten. Warum? Weil die Übertragungsrate durch Schleim ist häufig. Ja, also die Kinder, die dieses Bauklötzchen im Mund nehmen und wieder hinlegen und der Nächste kommt und nimmt es auch im Mund, schon ist die Übertragung da. Oder wenn die zum Beispiel speicheln und es tropft irgendwo runter, dann ist auch für die Kindergärtnerinnen und so weiter, ist die Übertragung natürlich sehr, sehr schnell. Die zweite große Welle beim Epstein-Barr-Virus ist dann das Jugendlichenalter. Darum gibt es auch den Namen Kissing Disease. Das ist das Gleiche, beschreibt eigentlich immer das Epstein-Barr-Virus. Und zwar, weil Jugendlichenalter, Kuss ist natürlich Thema dann auf einmal und dann kommt die zweite Welle. Und man kann sagen, bis zum 40. Lebensjahr hat es ungefähr 95-98% der westeuropäischen Bevölkerung hat das Virus in sich. Okay. Und das ist was ganz Typisches für die ganze Herpesfamilie. Ganze Herpesfamilie ist klassifiziert, dass das Virus dann im Körper bleibt und dass man das selber nicht mehr abtöten kann. Und das Immunsystem, wenn es leistungsfähig ist, so unterdrückt, dass es überhaupt kein Problem macht. Und diese Lasten, die können individuell, ich denke jetzt gerade an Familien, wo zum Beispiel die Mutter mal eine Gürtelrose hatte und der Sohn hat einen Herpes. Der Vater hatte vielleicht mal pfeifisches Drüsenfieber.
Sprechen wir dann trotzdem von dem gleichen oder hat da jeder doch sein individuelles Belastungssystem? So ist es, genau. Es ist das individuelle Belastungssystem. Grundsätzlich ist es so, dass in so einem Fall interessiert mich natürlich das Immunsystem aller drei genannten Personen. Das kann sich aber unterschiedlich äußern. Das heißt, bei dem einen ist eher der Lippenherpes, der sagt, immer wenn ich Stress habe oder so, dann kommt bei mir der Lippenherpes. Der nächste sagt, wenn ich dauerhaft Stress habe in der Arbeit, jetzt nehmen wir den Vater, Epstein-Barr-Virus, sagt, ich fühle mich so müde, so platt, kann schlecht schlafen. Das sind so die Anzeichen, die beim Epstein-Barr-Virus sind. Es gibt ja auch immer wieder so Tricks, ja, wo man sagt, hier in der Werbung, dann kommt dann irgendwie das Elysin oder so Geschichten als Aminosäure, die da helfen könnte. Arbeitest du auch mit diesen Komponenten, dass man sagt, individuell gucke ich dann, wenn wirklich Jugendliche oder Erwachsene, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein bisschen eingeschränkten Blick habe oder einen Blick dafür, aber wenn ich jetzt so durch die Gesellschaft laufe, Veranstaltungen, sehe ich schon vermehrt Menschen, die scheinbar mit dem Herpesgrad irgendwie ein Thema haben. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, können wir da was handeln oder? Genau. Also zum einen ist es so, Es sind zwei Punkte, die mich dann interessieren. Der erste Punkt ist erstmal, warum kommt es dazu, dass der Herpes auftritt? Warum kommt dazu, Epstein-Barr-Virus auftritt? Wir kommen dann noch zur Zytomegalie, das ist mir noch wichtig. Und da ist immer die Frage nach dem Immunsystem. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wir haben eine Feuerwehr mit 10 Feuerwehrautos und normal ist es so, immer wenn ein Infekt kommt, dann rückt die Feuerwehr aus und löscht den Brand, kommt wieder zurück. Jetzt ist es so, jetzt gibt es natürlich Infekte, wir haben es bei Covid gesehen. Das gilt aber genauso für Medikamente, die dazu führen, dass mein Immunsystem überfordert oder unterdrückt wird. Also Immunsuppressiva sind zum Beispiel so ein Thema, was dazu führen kann, dass dann in der Bekämpfung das Covid-Virus, nehmen wir jetzt erstmal als Beispiel, das kann aber auch eine Lungenentzündungsvirus sein, dass dann von den 10 Feuerwehrautos 7 zu diesem Brand hinfahren. Das Epstein-Barr-Virus freut sich, und jetzt mache ich es mal bildlich, zündelt, ja, macht selber ein Feuer und weiß, es kommen nur 3 Feuerwehrautos und den werde ich schon her, ich kann weiter zündeln. Und das ist das, was wir eigentlich sehen. Immer wenn eine chronische Belastung ist des Immunsystems, wie gesagt, das kann ein Infekt sein, das können Medikamente sein, das kann aber auch dauerhafter Stress sein, denn dauerhafter Stress unterdrückt auch das Immunsystem. Und was wir in der Praxis sehen, ist eher eine Kombination aus mehreren Sachen. Also zum einen Stressvorbelastung und jetzt kam noch irgendein Infekt oder ein Medikament dazu und dann kommt auf einmal, reaktiviert sich das Epstein-Barr-Virus, reaktiviert sich Lippenherpes und macht dann sowas wie, also jetzt bei Epstein-Barr-Virus, wie Müdigkeit, Erschöpfung, Schlafstörung. Unser Immunsystem ist nachtaktiv. Und wenn es aktiv ist, führt es dazu, dass der Schlaf einfach nicht mehr so erholsam ist. Wir kennen das von den Kindern. Wann haben die ihr höchstes Fieber? In der ersten Nachthälfte. Also am Abend haben die richtig Fieber und am Morgen ist das Fieber häufig so niedrig, dass man sagt, jetzt könnte man fast das Gefühl haben, die könnten wieder in die Schule. Die sagen auch, Mama, Papa, ich fühle mich eigentlich wieder fit. Kann ich in die Schule oder kann ich wieder in den Kindergarten? Das ist aber der normale Ablauf. Das heißt, tagsüber kämpfen oder fliehen ist unser System gepolt und in der Nacht Immunsystem hochzufahren, Viren, Bakterien abzutöten. Und darum schlafen die auch schlecht, darum fühlen die sich auch müde, erschöpft. Das hängt damit unter anderem zusammen. Und ich würde gerne einen Satz noch fertig bringen. Und zwar neben den Viren für Lippenherpes, für Zoster, Windpocken und Epstein-Barr-Virus gibt es eben auch Zytomegalie. Und Zytomegalie, der Name Zyto ist die Zelle im Endeffekt. Megalie heißt eine aufgeblasene, wie ein Luftballon aufgeblasene Zelle. Das ist nur die Beschreibung, wie man es damals festgestellt hat. Macht fast die gleichen Beschwerden wie das Epstein-Barr-Virus. Warum ist mir das so wichtig? Weil es im Moment so ein bisschen im Hintergrund läuft. Häufig die Erklärung dafür ist,
Aber wenn man nicht danach sucht und sagt, Epstein-Barr-Virus, negativ. Also, dann ist diese Müdigkeit ist nicht erregerbedingt. Ja? Mhm. Würde man zusätzlich vielleicht Zytomegalie machen, weil es die gleichen Beschwerden macht, wie Erschöpfung, Müdigkeit, Muskelschmerzen, muskuläre Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, Angstzustände, Tinnitus, das sind alle solche Beschwerden, die beide machen können. Wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dann geht man eigentlich fälschlicherweise davon aus, alles ist in Ordnung vom Immunsystem, stimmt aber nicht. Mhm. Ja? Inwiefern kann ich dieses Wort Zytokinsturm oder wo kann ich das zuordnen? Also Zytokine sind bei uns Botenstoffe. Mhm. Ja? Und werden besonders eingesetzt, also Botenstoffe wirklich wie der Postbote. Ja? Und in dem Fall ist der Postbote für die Entzündungskaskade zuständig. Also okay. Für die Alarmreaktion, jemanden zu informieren. Jetzt machen wir es mal. Es brennt. Genau, es brennt. Wir bleiben wieder bei der Feuerwehr. Mhm. Der Postbote oder jetzt die Telefonleitung, werden die Zytokine. Der Zytokinsturm ist jetzt... Mein Sturm ist ja sehr stark und es ist eine übertriebene Reaktion. Also nicht nur ein Telefon läuft bei der Feuerwehr, sondern auf einmal klingen 15 Telefone, aber ich habe nur 3, die ans Telefon gehen können und die sind dann natürlich völlig überfordert. Weil das Immunsystem vielleicht durch Faktoren so geschwächt wurde, dass jetzt an mehreren Stellen im Körper Entzündungskaskaden losgetreten werden. Richtig. Es muss nicht geschwächt sein, es kann auch nur gestört sein. Okay. Also eine Störung reicht, um nicht mehr die adäquate Reaktion zu bringen. Mhm. Und das kann eine Zahnentzündung sein, wo der Zahnarzt gesagt hat, jetzt ist noch nichts Richtiges, aber wir sollten den Zahn mal im Auge behalten, ja, ob da noch sich mehr draus entwickelt. Das kann eine chronische Gelenksentzündung sein, das können Erreger sein, das kann aber auch im Darm sein, denn 80% unseres Immunsystems ist im Darm. Und wenn der Darm, die Darmflora, also heutzutage spricht man vom Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien, da gibt es eine Gruppe, die unglaublich wichtig ist, und zwar ist es die Gruppe der immunogen wirkenden Bakterien. Also Bakterien, die wir im Darm haben, die wir brauchen, die ständig mit 80% unseres Immunsystems kommuniziert, damit es richtig handelt. Ja? Und dementsprechend habe ich Probleme im Darm. Wenn ein Patient mir das sagt, weiß ich automatisch, okay, jetzt interessiert mich das Immunsystem. Wenn ich Auffälligkeiten des Immunsystems habe, dann muss ich aber den Darm auch behandeln und das Immunsystem. Ja? Weil wenn ich nur jetzt mich um das Immunsystem kümmere, dann habe ich immer noch, wir bleiben bei der Telefonleitung, funktioniert die Telefonschaltung nicht mehr richtig. Ja? Also darum ist es so wichtig, dieses Spektrum aufzumachen, sich immer Gedanken zu machen, was beeinflusst im Moment alles mein Immunsystem? Darm, Stress, Medikamente, andere Erreger, andere Infekte können da maßgeblich sein. Mhm. Wenn du jetzt gerade auch noch sagst, Darm, Stress, hat das ja wohl auch Einfluss auf die ganzen Sympathikus, Parasympathikus, die ganzen Hormonregulationsthematiken. Schaust du da mit deinen Patienten auch hin? Ja. Und zwar, es ist eigentlich ein Wechselspiel. Ich starte jetzt mal beim Stress. Wenn ich dauerhaft Stress habe, führt es dazu, dass bei uns ein bestimmter Faktor freigesetzt wird. Der heißt NF-kappa-B, brauchen wir uns nicht merken, aber das ist der Chef der Entzündungskaskade. Mhm. Das heißt, der wird aktiviert über das Noradrenalin. Noradrenalin ist ein Stresshormon. Der wird über das Noradrenalin aktiviert. Und dann führt es zu einer allgemeinen übertriebenen Empfindung, Entzündungsempfindlichkeit. Und wenn da nur kleine Sachen kommen, dann schießt es hoch, das Immunsystem. Es reagiert über. So, wenn das Immunsystem dauerhaft überreagiert, gerade in der Nacht, wir haben ja vorhin gehört, das ist ja nachtaktiv, führt es auf der anderen Seite dazu, dass der Sympathikus, das vegetative Nervensystem, alarmiert ist. Der bleibt an. Und wenn der die ganze Zeit anbleibt, habe ich natürlich auch wieder Stress. Weil wenn ich die ganze Zeit so bin, dann führt es dazu, dass ich Stress habe. Und der Stress, haben wir ja gerade gehört, startet wieder den NF-kappa-B. Das ist ein Entzündungsfaktor, den Chef der Entzündung, und dann geht es wieder.
Drum ist es so wichtig, sich auf der einen Seite in so einem Fall die Stress- und Regenerationshormone anzuschauen. Die misst man, kann man super im Labor messen, kann ganz klar sagen, das und das. Misst du die im Blut oder im Speichel? Nein, die messe ich im Speichel. Das Cortisol, das ist ja unser Energiehormon. Ja, erklärt unter anderem auch die Müdigkeit, wenn das abgefallen ist, Nebennierenrinde erschöpft ist, dann ist das, fällt das Cortisol. Und das Cortisol fühlt sich dann so an, als wenn man nicht so richtig zum Beispiel in der Früh aufstehen kann, dass es so schwer fällt. Oder so ein Mittagstief hat, was weit über dem ist, was normal ist. Und die anderen Sachen, das heißt, das Serotonin ist unser Glückshormon, was vermehrt verbraucht wird zum Beispiel bei Stress. Eine Entzündung, ein Infekt ist auch Stress für den Körper, muss man immer verstehen, führt dazu, dass das Serotonin vermehrt abgebaut wird. Also aus dieser glücklichen Phase gehe ich runter, habe dann Stimmungsschwankungen, habe dann vielleicht auch so eine gedrückte Stimmung beim dauerhaften Infekt. Und das Noradrenalin, Dopamin, Adrenalin, Glutamat und GABA, das sind so die wichtigsten Gehirnbotenstoffe, Neurotransmitter nennt man das, messen wir im zweiten Morgenurin, weil es da am aussagekräftigsten ist. Wenn man das im Blut misst, dann ist eine große Varianz während des Tages schon. Und das macht natürlich die Interpretation schwierig. Ja, das könnte man mal an die Frauenärzte weitergeben. Das ist so ein kleiner Tipp. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, bei den Frauenärzten, bei bestimmten Sachen, also bei den Frauenhormonen, wir schwenken mal ganz kurz weg, nur als ein, da ist es im Blut schon korrekt, ein Großteil, nicht alles, aber Zeitpunkt ist das Entscheidende. Mhm. Häufig wird der falsche Zeitpunkt gewählt. Also man muss immer fragen, wie lang ist der Zyklus? Ist der verlängert? Ist der verkürzt? Und dementsprechend ist er regelmäßig. Und dementsprechend setze ich dann den Zeitpunkt der Abnahme, so wo das Östradiol runtergeht und das Progesteron an. Dann sehe ich das nämlich. Also das nur kurz als Erklärung. Ja. Mhm. Aber ich stimme dir 100% überein. Das wird manchmal einfach nur so gemacht, wann es gerade passt. Genau. Also wir müssen auf jeden Fall den hormonellen Bereich analysieren und auf der anderen Seite die Erreger, besonders die Reaktivierung der Erreger, Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus, ganz, ganz wichtig. Also nicht nur, ob es den gibt, sondern ob er reaktiviert ist. Und dann im zweiten Schritt, was wir uns häufig anschauen, ist auch den Schaden, den vielleicht oder den höchstwahrscheinlich diese Erreger auf das Mitochondrium machen. Kurze Erklärung, das Mitochondrium ist Kraftwerk der Zelle. Man kann sich das besser vorstellen als der Motor, wie der Motor im Auto. Mhm. Und der kann einfach geschädigt sein durch diese Viren. Einmal, weil die Viren selber Toxine ausschütten und das Mitochondrium, also den Motor, schädigen. Unser Immunsystem macht freie Radikale, um Viren abzutöten, aber manchmal schießt es übers Ziel hinaus und dann führt es dazu, dass leider der eigene Motor auch wieder geschädigt wird. Und dann fühlt sich das einfach so an, als wenn man einen schönen Sechszylindermotor hat, wo zwei Zylinder kaputt sind und man fährt nur noch mit vier Zylindern. Das sind die Patienten, die sagen, ich weiß nicht, also früher hatte jetzt wieder einen Patienten, früher ein Großglockner, hochgeradelt, gar kein Problem. Mhm. Und jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich bestimmte Strecken nur noch fahren kann. Und das hat natürlich, wenn ich das so genau dann weiß, hat das natürlich eine klare Konsequenz für meine Therapie. Weil ich muss auf der einen Seite, zum Beispiel mit Infusion, Vitamin C, senke ich die Viruslast, also Vitamin C hochdosiert in der Infusion, tötet Viren, als auch Bakterien, Borrelien sprechen extrem gut darauf an, tötet es ab. Das zweite, was wir geben, ist Glutathion. Glutathion ist ein freier Radikalfänger, also diese freien Radikale, die den Motor schädigen, werden dadurch abgefangen. Die haben wir selber im Körper, aber meistens sind die schon verbraucht. Und so können wir das nochmal unterstützen. Das dritte ist Immunbooster, um Nährstoffe, die das Immunsystem braucht, um wieder aktiviert zu werden. Wir bleiben mal kurz bei der Feuerwehr. Wir haben nicht nur 10 Autos, sondern wir geben denen nochmal 3 Löschzüge dazu, damit die aktuell einfach Herr werden wieder der Lage. Und das vierte ist Mitopower. Das sind die Nährstoffe, die die Mitochondrien brauchen, damit die wieder leistungsfähig sind. Wenn wir diese 4 Infusionen gemacht haben, dann
erst dann kommt bei uns die IHHT, das ist eine, wir nennen es immer Sauerstofftherapie, das ist ein Wechsel zwischen zu wenig Sauerstoff, zu viel Sauerstoff. Zu viel Sauerstoff führt dazu, dass geschädigte Mitochondrien, also dieser ursprünglich Sechszylindermotor, der nur noch mit vier Zylinder fährt, der wird ausgebaut. Und die Hypoxie, also zu wenig Sauerstoff, führt dazu, dass neue Mitochondrien gebildet werden. Also ich baue einen neuen, frischen, leistungsfähigen Motor wieder rein. Und dementsprechend fühlt sich das dann auch an. Das ist auch unser stärkster Hebel, den wir einsetzen können, gerade bei Erschöpfung, bei Müdigkeit, muskuläre Erschöpfung und Muskelschmerzen zum Beispiel auch. Da würde ich nochmal auf die Borrelien, weil das Thema ist ja wirklich, jetzt haben wir lauter so verschiedene Faktoren schlummern im Körper und gibt es da Sachen, jetzt sehen wir natürlich den Lippenherpes, haben es am Lippen, Gürtelrose, aber was haben die Borrelien so für ein Kanal? Das ist schwierig. Also Borrelien, es gibt unterschiedliche Borrelienarten. Die einen Borrelien, die gehen besonders auf die Gelenke, machen Gelenkschmerzen. Da kann sich zum Beispiel das Gelenk entzünden oder ein Erguss, also eine Flüssigkeit im Gelenk, könnte eine Erklärung dafür sein. Okay. Also so spiegelt sich's wieder. Dann gibt es eine Borrelien-Untergruppe, die ist eher im muskulären Bereich, da sieht man das leider nicht und leider bei der dritten auch nicht, die gehen mehr auf die Nerven, greifen das Nervensystem an, da hat man eben diese Gefühlstörungen in den Fingern, Kribbelgefühl, Schmerzen auch, aber das sind so Nervenschmerzen, auch Kopfschmerz, Migräne, ähnlich, wo es nicht die Migräne ist, kann es nämlich auch verursachen. Da gibt es leider nicht so dieses nach außen, diese Symptome, die man abfotografieren könnte. Wenn du jetzt generell auf unsere Gesellschaft schaust, wir haben ja generell Herausforderungen, durch den Stress von außen, Angst, wissen wir auch, das Immunsystem wird geschwächt. Dann gibt es natürlich auch Medikamentengaben, die sich wiederholen, die das Immunsystem beeinflussen. Würdest du jetzt vom Aufbausystem her immer sagen, mach das mal? Also egal, wodurch du jetzt eingeschränkt wurdest, durch Medikamente, Angst oder durch eine eigene Infektion, die wirklich hochgekommen ist, um da mal zu sagen, schau mal. Also was ist so die Basisreparatur, wo du jetzt wirklich mal den Zuschauern mitgeben könntest? Also wenn ich einfach aufgrund der Krankengeschichte schon sehe, infektanfällig oder nach einem Infekt oder nach der Einnahme von Medikamenten, die das Immunsystem beeinflusst haben, ging es schlechter, so 2 bis 4 Wochen später schlechter, sieht man häufig. Dann empfehle ich immer im Endeffekt die Infusionen zu machen, diese Viererkombination und dann die Sauerstofftherapie, weil die Wahrscheinlichkeit extrem, wir sehen es eigentlich immer nur als Bestätigung, es ist immer, fast immer so. Nein, es ist eigentlich immer so. Korrigier mich, Julia. Ja. Es fällt mir kein Fall ein, wo es nicht so ist, dass die Mitochondrien dann geschädigt sind, dann im Nachhinein. Und das ist auch der Grund, warum wir mehrere dieser Geräte jetzt angeschafft haben, weil wir können, die laufen rund um die Uhr, weil die so gut funktionieren. Und wir lassen die nur so lange laufen, bis die Patienten wieder sagen, mir geht's gut. Ja, also das ist jetzt gar nicht auf Dauer. Aber man muss halt schon rechnen mit 10 Sitzungen. Das wird immer sehr knapp. Aber so 20, 30 Sitzungen. Aber dann, das ist wieder, also ich habe jetzt vor 2 Tagen eine Patientin gesagt, ich fühle mich wieder so wie vor 10 Jahren, als ich super fit war, sogar vor meinen Kindern. Und das ist ja, also wer Kinder hat, weiß, das ist ein Gradmesser, weil einfach dieser, ich bin so energetisch und die Familie sagt auch, was ist denn mit dir los? Du bist ja wieder voll da und mit dir kann man Gaudi machen. Weil wenn wir wieder mehr Energie haben, wenn wir wieder erholt sind, dann hat es immer einen Einfluss auf die ganze Familie. Ja. Das entspannt unglaublich die Familie, weil auf einmal lacht der Papa wieder und macht Gaudi mit und es lockert alles auf und auf einmal geht's. Man hat einen Menschen therapiert, aber man hat einen Einfluss auf die ganze Familie und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Ja, eine gut gelaunte Mutter ist schon ein zentrales. Selbstverständlich, aber auch ein gut gelaunter Vater ist. Ach schön, super. Ja, vielen Dank, lieber Alexander, für den Rundumblick. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen oder wenn wirklich die Menschen wissen möchten, auf welche Werte kommt es an, wie komme ich an diese
Urthemen eigentlich? Mhm. Also ein bisschen orientieren kann man sich in meinem Buch Die Energieformel, da beschreibe ich das ein oder andere. Sonst ist es wirklich so in der Praxis, wir setzen das so um, gerade die vom weiter weg kommen, die müssen einmal da sein und da ist eine Stunde Erstgespräch, da machen wir die Analyse und das reicht eigentlich aus, um dann alles zu Hause vor Ort zu machen, weil die Befunderöffnung, wo ich mir auch noch mal eine Stunde Zeit nehme, machen wir meistens per Zoom und das geht heutzutage wirklich richtig gut und die Therapie können die dann eben zu Hause vor Ort machen, genau, und können sie es da umsetzen. Okay, super. Dann vielen Dank. Ich freue mich noch auf weitere Interviews mit dir und bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, das Thema Müdigkeit, Abgeschlagenheit und natürlich auch die Viruslasten im Körper. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich nochmal rausziehen, vielleicht auch Lösungswege finden. Bedanke mich fürs Zuschauen, wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.